Becken gekratzt und man kann da jetzt in Ruhe ein bisschen beachen, chillen für 3,50 kostet es übrigens nur, ist ja eine gute Geschichte, vor allem bevor die ganzen Leute jetzt dann kommen und die Karlsruher, die kommen früh, ne? Und jetzt wird's Zeit, wir begrüßen die Kultband aus den 90ern, Fettes Brot, schön, dass ihr da seid. Moin Moin. Moin Moin. Das mit der Kultband habt ihr selber gesagt, ne? Das ist natürlich nicht von mir, ne? Selbstverständlich. Nehmt auch Platz. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, danke. Ja. Machen die Freibäder bei euch schon auf, was? Ja, in Karlsruhe, das ist das Bad, das erste, was als erstes aufmacht und das letzte, was als letztes zumacht, sozusagen. Ja? Wahnsinn. Ich dachte, die Hamburger sind immer die ersten und die letzten, die draußen sind. Ja, aber ihr geht ja ins Meer baden dann wahrscheinlich, oder? Ja. Direkt. Direkt. Wie geht's euch denn? Ganz gut. Ja? Ja, wir freuen uns. Seid ihr gestresst? Wir sind aufgeregt. Wir bringen zwei Platten an einem Tag raus. Das haben wir noch nie gemacht. Ja. Eine absolute Premiere. Und es sind auch noch Live-Platten, gab es auch noch nie bei uns. Mhm. Und ich finde beide CDs wirklich absolut gleichwertig. Ich wüsste überhaupt gar nicht, welche ich mir zuerst kaufe. Also, dass ich mir zwei kaufen würde, ist ja klar. Ja. Dazu echt aufregende Booklets auch. Also mit wahnsinnig viel Fotomaterial. Ich glaube, der Fotograf, der mit war, hat 8000 Fotos geschossen auf diesen. Nee. Doch, ohne Scheiß. Wir haben aber nur 7000 abgedruckt. Ja, zum Glück. Das ist nur so dick jetzt. Ja. Der ist ganz dünn und die Fotos sind aber sehr, sehr klein. Wir hatten schon letztes Jahr beim Southside Festival drüber gesprochen. Da habt ihr schon angekündigt, dass ihr neue Platten macht oder vielmehr alte Nummern neu. Aber ihr habt immer von einem Bandalbum gesprochen und nicht von einem Live-Album. Ja, schon. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben das erstmal als Formulierung so benutzt. Mhm. Live-Album stimmt natürlich auch, aber es ist vor allen Dingen auch ein Bandalbum, weil das genau auch diese beiden Platten von unseren bisherigen Alben unterscheidet. Die haben wir nämlich ohne unsere tolle Band aufgenommen. Und mit denen sind wir ja seit 2007 unterwegs und sind eigentlich zur Perfektion auf der Bühne zusammengereift. Es ist eine Naturgewalt, wenn wir auftreten. Konnte man auch auf dem Southside sehen, zum Beispiel. Außer, dass ich bei da draußen meinen Text vergessen habe. Ansonsten war alles gut. Und Jein ist eine der ersten Singles, die ihr jetzt nochmal so ausgekoppelt habt. Soll es wirklich machen, oder lass es lieber sein? Das war 1996, das erste Mal draußen, jetzt wieder. Was würdet ihr sagen, ist der größte Unterschied zwischen 1996 und 2010? Bartwuchs. Und ein großer Unterschied war auch, dass wir in Mexiko das Video gedreht haben und es war sehr warm und diesmal in Templin und es war sehr kalt. Aber es sind beides Western, das eint sie wiederum. Insofern, ja, das sind wohl, glaube ich, die wichtigsten Unterschiede aus der bei der ganzen Geschichte. Ja, genau. Wir werden gleich nochmal ein bisschen weiterreden, aber wir haben ja heute auch ein wichtiges Thema bei das Ding TV und zwar ab in den Job. Wir wollen euch Tipps geben, wie ihr den Start in den Job einfacher schafft und deswegen treffen wir uns jetzt als erstes mit einem Bewerbungscoach, mit dem Frank. Der gibt euch ein bisschen Tipps, wie ihr das Bewerbungsgespräch richtig gut überleben könnt. Aber unseren Job kriegt ihr nicht. Jetzt wisst ihr Bescheid und bei das Ding TV heute ja fettes Brot. Sag mal, wann habt ihr euch denn das letzte Mal für irgendwas beworben? Oh. Boris, ich, ne? Ja, so. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, Boris hat sich bei mir beworben, er wollte mich massieren, hatte ich gehört. You und? Wish. Ich durfte nicht. Ach so, du wurdest nicht genommen, Dr. leider. Dr. Renz musste. Nee, ich glaube, wir haben, glaube ich, noch nie ein Bewerbungsgespräch gehabt, oder? Ehrlich gesagt. Doch, ich habe mal eins bei so einer ganz ominösen Firma. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ich bin nach Hause gefahren und hätte es damals schon das Internet gegeben, hätte ich investigativen Journalismus betrieben. Ich weiß nicht, was das war, aber es war auf jeden Fall höchst illegal. Und ich bin froh, dass ich nicht in die Fänge der Medizinmafia geraten bin. Ich weiß nicht genau, was es war, aber das war sehr seltsam. Wolltest du deine Lunge spenden oder was? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, was ich da hätte machen sollen. Da waren auch die Schuhe egal, ne? Ja, da waren die Schuhe echt egal. Jetzt ist es ja so, Bushido hat ja seinen Film gerade draußen, ne? Und den. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch dazu noch. Ja, habt ihr den zufällig gesehen? Nein, bisher noch nicht. Aber was, wenn ihr einen Film über euch rausbringen müsstet, von mir aus auch mit Bernd Eichinger als Regisseur, ist ja egal. Welche Szene würdet ihr da einbauen? Erstmal würden wir mit Roland Emmerich drehen, okay, ne? Mit dem anderen großen Deutschen in Hollywood. Katastrophenfilm, ganz genau. Und, und mit Otto Walkes zusammen, also die beiden. Selbstverständlich. Das Team bilden. Und ich würde gespielt werden von Olivia Jones, einer sehr berühmten Hamburger Transe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, die ist ein bisschen groß. Genau, so, ja. Sehr gut. Genau. Und hat ungefähr den gleichen Schnack wie ich drauf. Ja. Und was würde da drin vorkommen, was die Leute von uns bisher noch nicht wissen? Für die Szene, wo ich mal rückwärts von der Bühne gefallen bin, bräuchte man auf jeden Fall einen Stuntman. Ja. Lee Majors würde ich vorschlagen. Oh, der tut sich aber im Zweifelfall mehr weh als Martin, ja, wenn er es selber macht. Der sieht genauso aus wie Martin. Bushido möchte ja auch eine Partei gründen.
Mhm. Wie würde so eine fette Brotpartei... Wie der andere Komiker, Habe Kerkeling, meinst du jetzt? Ja, ja, vielleicht, ja. Wir haben ja auch schon mal eine Partei gegründet, vor vielen Jahren. Das ist schon sehr lange her, ich glaube es war 97. Sie hatte den originellen Titel Fettes Brotpartei. Genau. Wir hatten gute Sprüche. Slogans wie, ihr Sinn für Interesse ist unser Kapital. Lieber vordenken als nachdenken. Alle reden von der Europäischen Union, aber keiner redet von der europäischen Hauskatze. Sowas. Okay. Würdet ihr aber jetzt ernsthaft mal drüber nachdenken, auch in die Politik zu gehen? Auf keinen Fall. Ich meine, in Hamburg so. Ehrlich gesagt, in unserer Rolle als Künstler und Spring ins Feld und Haut drauf und was weiß ich, sehr wohl. Aber eure Single Kontrolle, die ist ja auch politisch. Politisch äußern tun wir uns schon ab und zu mal mehr, mal weniger versteckt. Unser Song Kontrolle ist da eher etwas deutlicher geworden und handelt von unserer Sorge, dass wir ständig überwacht werden und dass alle Leute ihre intimsten Geheimnisse im Internet ausplaudern. Was das dann mit uns Menschen macht? Was macht's denn mit uns Menschen? Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, man verliert langsam das Vertrauen in den Gegenüber. Das wäre schade. Und ich glaube, der Kollege aus dem der bei Bewerbungsgesprächen hilft, der wäre auch nicht so einverstanden, wenn die Koma-Sauf-Videos im Internet sind, dann kriegt man ja keinen Job, habe ich gelernt. Foto mit fettes Brot auf der Seite. Oh, schlecht für die Karriere. Meinst du, wäre nicht gut, wenn ein Foto... Komm mal fahren, wo du arbeiten willst. Im Puff kriegst du sofort einen Job, aber sonst... Sehr gut. Ja, wir haben auch mal überlegt, welche Jobs könnte man denn mal so ausprobieren und haben unseren Reporter Thilo losgeschickt. Der soll mal drei außergewöhnliche Ausbildungsberufe ausprobieren. Sommelier, Pilot und Pferdewirt. Auch wäre das für mich, wenn meine Karriere als Kinderstar beim Südfunk vorbei ist. Vielleicht fange ich da noch an. Habt ihr auch schon Berufe ausprobiert? Ja. Ja, wir haben mal für einen Musiksender durften wir eine amerikanische Sendung nachstellen, wo wir jeder einen Beruf erlernen konnten. Ich habe Springreiten gelernt. Ihr seht vielleicht schon, wir haben hier jetzt einen der ältesten Karlauer im deutschen Fernsehen vor. Wir versuchen, Vier Tische, genau. Und wir werden nicht wie Copperfield versuchen, die jetzt irgendwie zum Schweben zu bringen. Nein, wir versuchen, die Tischdecke unterhalb des Geschirrs durchzuziehen. Ach so, ich dachte, wir machen Dinner for One. Dinner for One, ja. Warum eigentlich nochmal? Sehr gut. Grund dafür ist, das aktuelle Video zu Jein hat eine Stelle, wo du es versuchst. Ja, ich kann euch verraten, es hat 10-mal geklappt, das haben wir nicht aufgenommen und beim 11. Mal haben wir dann gefilmt. Schade. 1, 2, 3! Mist. Du hättest gewonnen gehabt. Stehen tut nichts mehr. Ich habe 3 Sachen noch. Du auch 3. Naja, Boris wird 2. Schön, dass ihr da wart. Danke. Das hat ja Spaß gemacht, oder? Unbedingt. Ja, dann bleibt mal hier noch stehen. Wir kommen nämlich zu unserem sportlichen Highlight. Rastatt, Wintersdorf, Ost 2010. Die voll krass derben Winterspiele von Das Ding in richtig schwer und HD. So der Titel, 2 Disziplinen waren schon da, es war eine Katastrophe, wir haben beide verloren gegen die Das Ding Community. Jetzt folgt die letzte Disziplin, Daniela und Fred von Aufstehen mit Das Ding und ich gegen die Community im Downhill-Schlitten-Slalom.